Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight am Dead by Donnerstag. Ja, wir sehen schon hier wieder neuer Inhalt ist dazugekommen. Es gab einen kleinen Patch und was der bringt ist folgendes. Neue Event Welcome to the Blood Hunt. Um so kurz zu euch zu erklären, von Freitag dem 18. bis Dienstag den 22. um Mitternacht 0 Uhr in UTC gibt es vom Entitus für alle Sachen, die wir machen, die doppelten Blutpunkte. Das heißt, anstatt nur läppische 28.000 oder 30.000 einer Runde zu verdienen, können wir ab Freitag bis Dienstag bis zu 60.000 Blutpunkte kassieren. Meiner Meinung nach. Doppelte Blutpunkte. The Entity rewards you with double blood points. Double. Das ist saugeil. And don't miss the opportunity, especially since it's your last chance to get the special prestige outfit. See below for more information. Ja. Und gleichzeitig für dieses Event gibt es neue Masken für Killer. Und zwar the Bloodstained Stack. Ich darf mal kurz vorlesen für euch. It started as a whisper in the trees, a rippling swish in the water. Then the earth turned to a rumble with a deep moan, turning into a ripping tremor. The evil within the fog was losing motivation, chasing and killing it endlessly in the same form. Did the entity hear their plea? Were they rewarded because of the countless sacrifices they fed the entity? No one knows for sure how and why it appeared, but it isn't a fair fetch to think of it's a token of gratitude. A shapeless thing soaked in blood, holding unholy gifts for the creatures of nightmares. The bloodstained sack will allow you to pick up your favorite killing outfit before you start your next chase. This pack includes 6 new outfits for the killers. Also es gibt in diesem Event 6 Masken für unsere Killer. Davon haben wir einmal Iron Man und Roji für den Fallensteller. Dann die Swift Strikes und Owlhead gibt's jeweils für den Wraith. Ich glaube Wave ist der Geist. Dann haben wir das Scarecrow und the Rancher's Vest. Also Scarecrow aus und the Rancher's Vest für den Hillybilly jeweils. Also im Prinzip 2 Kleidungsstücke jeweils, beziehungsweise 2 Outfits für den Kettensägenmann, für den Hillybilly also, für unseren Geist und für den Fallensteller. Und da wir gerade von Fallenstellern und Killern reden, heute in unserer Folge widmen wir uns dem Killer wieder. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen den Fallensteller direkt mal. Gestern wurde unsere Runde zurückgesetzt. Wir sind wieder von Rang 15 auf 19 zurückgegangen damit. Aber das stört uns nicht. Wir haben weiterhin unseren Spaß. Der Fallensteller ist zur Erinnerung nochmal, was die Killer angeht, unser Rang 18 Killer. Und wir haben 81.000 Blutpunkte übrig. Ob wir die vernehmen, diese Folge, werden wir gucken mal. Ich guck mal gerade, was gibt's hier noch zu holen. Nicht unbedingt gerade sehr viel, wie es aussieht. Perk haben wir schon gehabt, Geflüster. Wir haben noch Knochen, haben wir übrig, so ein paar Sachen hier. Pass auf, ich mach folgendes. Ich werd... Oh, soll ich mal Michael Myers hochnehmen? Ich will gerade, soll ich mal hier hinten hier hochnehmen oder Michael Myers? Sind sie den Wendler? Wandler. Ich bin beim Wendler, das klingt viel lustiger. Wir haben ja Level 18 Fallensteller, Level 6 den Geist, 8 den Hillybilly, 6 den Wendler und 7 die Nurse. Ich glaube, wir nehmen mal beim Wandler ein paar Punkte rein. Obwohl, eigentlich muss man ja sagen, ist OP. Die Musik ist draußen, machen wie voll geil. Ja, anpassen. Wir haben hier seine Maske, wir haben das Messer hier noch überall, wie immer. Und das Blut jetzt bei ihm ist noch relativ leer. Was haben wir hier? Monströser Schrein können wir nehmen für ihn. 3, 5, 16.000 Punkte sind da weg. Nee, komm. Wir holen den Fallensteller an. Oder den Hillybilly. Wir machen einen Overkill. Einen übelsten Killer. Ihn hier. Blutnetz. So, wir machen Fallensteller nach oben. Wir holen uns das Code Hochzeitsfoto. Ich schaue uns die Fotos. Na, können wir auch opfern lassen, theoretisch. Was haben wir hier? Verringert leicht den Aufstieg der Bärenfall. Effektiviert sich. Beeinflusst den Düfterperk. Beeinflusst alle Bärenfallen. Nehmen wir das mal. Dann krabbelt der hier hin. Dann gehen wir hier hin. Dann geht der nach oben. Dann gehen wir hier hin. Dann holen wir uns das noch. Das ist weg. Dann gehen wir hier hin.
Er geht nach da und dann holen wir uns das hier. Einschnellzeit verringert. Ausweis dasselbe, ne? Ne, ist besser. Und wir gehen mit dem Killer auf Rang 19 nach oben. Blutnetz Level 19. So. Der Killer kriegt. Eieiei, was hat man hier alles? Da ist ein Schlüssel, also das ist zum Autoschrottplatz. Erregung. Bitte was? Was ist hier denn? Diamantenstein. Verursacht den Tod des Gefangenen. Was? Boah, wie mies. Du bist mir einfach gefunden, das erhöht deine Schnauze. Hab ich sowas nicht schon? Ah ja, hab ich schon sowas, aber egal. 47.000, komm mal hin. Einmal hier. Dann einmal hier. Jetzt den Perk. Jetzt hier. Der geht nach oben, 100 Pro. Den kriegen wir nicht, wetten? Ah, es war ja klar. Es war so klar. Die können wir auch nicht wetten. Es war mir so klar. Dann gehen wir eben hier hin. Wir holen uns noch Macmillan Anwesen haben wir hier. Einstellter von Fallen. Beginnen mit einer extra Bärenfalle. Würgekranz haben wir noch im Angebot. Macmillan Anwesen, wir gehen hier runter. So, und jetzt genug gequatscht, jetzt machen wir eine Lobby. Und jetzt werden wir unsere Opfer und suchen, festhaken und eine Menge Spaß haben. Läuft die Aufnahme überhaupt noch? Ich hoffe mal. Ich bin ja so minimal paranoid bei der Partei, der im Hintergrund, wie die Aufnahme läuft. So, ich bin schon mal ready. Einer haben wir schon mal hier. Was haben wir gerade aktiv? Ausstattung. Da machen wir schön raus. Ein Überlebende tötet man nicht, das ist unlustig. Das hebe ich mir gerne auf für Privatrunden. Das ist für Privatrunden sehr witzig. So. Theoretisch müsste ich den Stümpferzerrer wieder anmachen, aber ich lasse ihn heute mal aus. Und ja, man geht ja auch, kann auch ohne spielen. Auch wenn es natürlich schon ein bisschen witziger wäre. Wir lassen den aus heute, was soll's. Es wäre geil, wenn wir jetzt mit dem hier zur neuen Map gehen würden. Weil die ist echt krass verwinkelt. Wenn man sich da wirklich durchs Haus begibt oder hinter jeder Gasse, das ist so krank. Andererseits, die Map hier ist natürlich sehr gut für uns. Das hört bestimmt niemand, das hört keiner, oder? Gehen wir ins Maisfeld rein. Okay. Hier ist niemand. Wo sind die alle? Hier ist auch keiner.
Hätten sie also die Luke gespawnt? Was ist hier für eine Runde? Den holen wir uns aber. Der muss dran glauben. Bam! Komm mal mit, Kollege. Der Keller ist im Glück hier unten direkt. Keine Sorge, mein Freund. So, einmal hier. Und einmal hier. Viel Spaß. Da geht definitiv einer rein. Hier haben wir keinen. Yes! Sehr nett von ihm. So weit geht der Plan schon mal auf. Wie gehen wir wieder hoch? So, jetzt zu ihr. Die Runde läuft viel zu super. Jetzt zu ihr nach oben. Da, so. Wir haben sie alle vier. Alter. Nix hier, hier. Halt. Und tschüss. Null. Boah, wie mies. Die Runde war ja mies.
Hunde, ey. Ich glaube, die sind schon ein bisschen sauer wegen den ganzen Fallen. Wir haben es sogar gut gemacht, wir haben hier nicht gekämpft. Es war einfach ein super Zusammenspiel. Es war ein super Zusammenspiel. 13.000 Punkte, nice. Boah, die tun einem irgendwie leid mit 3.000 Punkten jeweils nur. Das ist nicht unbedingt das Beste, aber egal. Erste Runde erledigt, neue Runde, wir kommen. So, mit den Punkten können wir ihn hochgehen, noch weiter. Wir wählen aus das hier einmal. Dann das hier. Das weg. Perk Nummer 3. Viele neue Dinge. Wo ist der Perk? Der ist ganz da oben. Was haben wir denn hier? Brutale Stärke. Heruntergefallene Hindernisse 3% von zerstören. Okay, wir nehmen noch einen Perk dazu. Perk Nummer 3 haben wir jetzt frei. Wir haben hier. Schlampiger Schlachter immer noch, oder? Schlampiger Schlachter um uns. Ach komm, wir machen das hier mal. Probieren das aus. Ich weiß nicht, wer das ist. So. Jetzt aber. Bartnelken-Duftkissen, okay. Das versuchen wir auch. 4 Sekunden werden angezeigt, wenn die Tore offen sind. Ob uns diese 4 Sekunden genug Zeit bringen, wir finden es raus. Ich will gerade aber schon nach der Runde hier aufhören sollen für die Folge, weil am Wochenende ist ja das Spannendere eigentlich, weil es da doppelt so viel hageln wird. Wir gucken uns das Ganze an. Wir machen vielleicht machen wir noch eine Runde hier nach. Wir gucken mal, wie schnell die hier ist. Dieser Ladebalken wird kein leichter sein. Wenn man den Ladebalken aufhängen könnte. Also. Was habe ich eben gesagt gehabt über den Fallenstein und die neue Map? Alter. Wir haben schon 2 Fallen direkt. 3 Spiele nur noch und Disconnect 1 hat es noch 2 übrig. Das ist unfair. Ja komm, das ist echt unfair. Wir geben denen eine Chance, pass auf. Wir sind so fair. Wenn wir einen kriegen sollten, wir schleppen die zum Generator rüber. Wir sind Freunde, weil das ist echt einfach asozial. Zu zweit 5 Generatoren, das ist fast. Das ist sehr unwissend, dass wir das hinbekommen würden. Wir schleppen ihn zum Generator rüber. Komm. Ich schleppe ihn zum Generator, lass ihn hier freiwegeln. Ja. Wir sind jetzt mal sozial. Komm, 5 Generatoren ist unfair. Er wird sich vielleicht wundern, was ich machen will. Wir erlauben ihm das. Wir lassen ihn das machen. Na komm, 5 Generatoren ist einfach unfair bei 2 Leuten. Und wir würden uns unsere Punkte mit Fallen stellen. Das ist jetzt mal eine interessante Folge. Ich glaube,
So macht nicht viele von euch, oder? Würdet ihr das machen? Ich meine, zwei Generatoren, zwei Leute, fünf Generatoren, das ist doch eine etwas härtere Nummer, oder? Wir lassen die farmen eine Runde. Und wir farmen auch. Alter, wie viele Punkte ist das Hall stellen, bitte? Wir nehmen die beiden mit. Sozial. Lass doch jemand machen. Ich guck mir mal bei der Arbeit zu. Wir wollen ja auch ankommen, deswegen, die machen für uns die Tür auf, weil wir es nicht können. Wo sind die Krähen? Ist das hier ein Gewächshaus oder was soll das hier sein? Sollst du den Wachstum von Tomatengemüse von Gemüse hochziehen? Wir gehen mal rüber ins andere Haus. Hab's verstanden. So, die Punkte nehmen wir mit. Wo ist der andere jetzt eigentlich? Ist der nach oben? Ach, da hinten ist er. So, lassen wir die verarbeiten. Ich schlag gleich sie einmal, dass sie zwangeln darf. Lass mal einen hier reinlaufen.
So. Okay, die Falle habe ich nicht gelegt. Obwohl doch, das war unsere, oder? Das war die, die wir in den Hauseingang reingelegt haben. Achso, sie lootet unten. Ja, darf sie ruhig. Wir machen kurz einen Fenstersprung. Ups, wir sind sportlich. Wir trainieren für Olympia. So, einmal rein und raus hier. Mit der Ballerina. Ich glaube, das ist fair genug, oder? Würdet ihr es auch fair finden, sowas zu machen? Gleich nehme ich sie nochmal. Ich glaube, fürs Blenden gibt es ja auch Punkte. Das ist die sozialste Folge ever. So, wo ist der letzte Generator? Wir gehen hier raus. So. Kommt ihr mit? Wir sollen die Gabelstimme nehmen. Nehmen wir den hier oben. Genau. Treffer. So. Zerstörung. Wir jagen sie noch eine Runde. Ist die Frage, wo er hin ist. Kann man hier an die Kanten? Ne, hier kann man keine Fallen setzen. Kann man die hier hin? Krass. Nur zum Anlocken, damit man weiß, wo wir sind. Vor allem, wir haben ja zwei Fallen. Aber vor allem ist die Frage, wo ist der Keller? Weil im Keller würden die ja auch noch Punkte bekommen. Wir haben erst alle zwei Drittel? Mann, das dauert lange. Wie viele Fallen muss man als Killer bitte für den Linken vor eine Punktzahl? So, Ausgang war wo? Da hinten. Jetzt die Frage, wo er hin ist. Die können doch Generatoren machen, theoretisch, wenn sie wollten. Überlebenden gefunden, ja, hinter mir oder was? Ah.
sie hin? Achso, sie kann auch einen aufmachen, stimmt ja. So, einmal. Wo ist sie? Beim anderen oder wo ist sie jetzt? Ich geh mal hinten hin gucken. Außerdem ist, guck mal, so die Karte schön erkunden. Die Haddonfield, neue Map, hier sind Fußspuren. Ach so, sie sucht die Luke. Wir gehen mal Luke suchen, komm, was soll's. Dann machen wir noch zwei Fallen, komm, was soll's, wir haben ja Zeit. Jagen fast voll. Fallen immerhin mehr als drei Viertel, was soll's. Reintreten oder was? Komm, wir ziehen sie noch mal raus. Wir tragen sie in den Ausgang rüber. Ja, bis dahin darf ich nicht, ich weiß. So, noch kurz wickeln, bis sie runterfällt. So. Knallharter Sieg. So, haben wir letztes Mal auch geholfen. So. Und mit dieser schönen kleinen geschenkten sozialen Killerrunde heute würde ich mal sagen, wir beenden diese Folge. Was heißt denn PCE? 25.000 Punkte für sie und auch eine gute Menge für uns. Das sollte man nicht meckern können, oder? Das war Dead by Daylight für heute. Eine sehr soziale Folge, würde ich mal vermuten. Morgen, übermorgen, übermorgen, also Freitag, Samstag, Sonntag und Montag, Dienstag vielleicht auch noch, werden wir wahrscheinlich wohl mehr oder weniger jeden Tag eine Folge machen. Einfach nur mal, um dieses Event ein bisschen zu zeigen und auszunutzen, was die Killer angeht, wer stärker spielt, wer gleich schwach spielt. Wer die Nerven behält, wer nicht, wird bestimmt interessant. Deswegen, Dankeschön fürs Zuschauen heute. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.